Seht ihr, was ich hier habe? Ich habe mein neues Rode Mic Plus. Nee, Rode Mic Pro Plus. Und ich bin gespannt, wie der Ton ist. Vielleicht jetzt noch nicht so gut, weil ich noch nicht weiß, wie ich es richtig einstelle. Aber das werde ich bald rausfinden. Und wenn ihr da ein gutes Video dazu kennt oder eine gute Einstellung, dann schreibt mir die unten rein. Rode Mic Plus. Rode Mic Pro Plus ist mein neues Mikrofon. Anyways, deswegen habe ich die letzten Tage keinen Vlog gemacht, weil ich habe mein altes Mikrofon zurück an Rode geschickt. Der Support da ist übrigens richtig gut. Und nur mit diesem eingebauten Mikrofon ist nicht so schön. Deswegen habe ich einfach die letzten Tage keine Vlogs gemacht. Aber ich bin wieder zurück mit hoffentlich guten Sound. Und was mache ich gerade? Ich esse gerade extrem viel Brokkoli. Das hier sind, also es waren 3 Köpfe, weil die gab es, ich war vorhin einkaufen im Alnatura, nur 50% des Preises. Mit einer guten Soße, mit Tahini, Hefeflocken und Gewürzen und Zitrone und Nüsse und Samen. Auf jeden Fall ist es viel passiert. Zum Beispiel habe ich Socken gekauft, denn ich hatte nur 2 Paar Socken und es ist immer noch so kalt und die sind oft nass. Und ich mag gar nicht hohe Socken. Ich weiß nicht, wie es ihr findet, aber ich liebe einfach kurze Socken. Und die habe ich jetzt bestellt und die passen perfekt. Ich habe sie hier gerade an, wie ihr seht. Und deswegen bestelle ich so gerne auf Amazon, wegen den Bewertungen. Weil da, wenn du was im Laden kaufst, du weißt halt immer nicht so, sieht gut aus, aber nach 2 Wochen ist es schon kaputt. Und auf Amazon, die Benutzer, die lassen das nicht zu, weil da wird es sofort schlecht bewertet. Und dann siehst du eben bei Amazon bei den Bewertungen. Ich empfehle dir, du gibst was ein, was du suchst bei Amazon. Klick, also scroll auf der linken Seite zu den Sternen und dann klick auf mehr als 4 Sterne und lass dir das als erstes anzeigen, denn das sind meistens die besten Produkte. Natürlich nicht was nur einmal bewertet wurde, sondern besser über 100 Mal oder teilweise 500 Mal. Dann kannst du einfach sicher sein, okay, das verspricht, was es verspricht. Und dann siehst du eben auch, ob es langfristig gut ist und gut hält. Oh, auf jeden Fall. Was gibt es noch genau? Schuhe. Ich habe meine ganzen Zehenschuhe sind erstmal alle gestorben. Die sind alle so gerissen und Barfußschuhe sind auch schon so am Krepeln. Hier zum Beispiel die Leguano heißen die, glaube ich. Die sind hier schon aufgerissen und am anderen sind sie auch schon hier leicht aufgerissen. Meine Vivo Barefoot, die habe ich ja schon über 4 Jahre. Die sind eigentlich noch gut, die habe ich also als Straßenschuhe. Und jetzt fürs Gym habe ich die hier. Vielleicht habt ihr schon meine Insta-Story gesehen. Die sind halt so richtig krank minimalistisch. Und das Coole ist halt, die haben nur 9 oder 10 Euro gekostet. Also ich habe es jetzt einmal getragen. Ich kann eben noch keine Meinung sagen, ob die jetzt lange halten und so. Aber ich sage halt mal so, bei 9 Euro oder 10 Euro, da kannst du nichts falsch machen. Und im Gym können die halt auch nicht sagen, ja, die kannst du nicht tragen, weil es Socken sind. Weil es sind keine Socken, weil schau, die haben eine richtige Sohle. Super bequem, mega minimalistisch. Ihr könnt die unten auschecken. Gibt es in allen Farben. Sehen aus so wie Ballettschuhe. Aber so richtig nice und minimalistisch. Sind auch wassertauglich. Und man schwitzt auch nicht drin, weil der Stoff hier Luft gut rein und raus lässt. Also, was soll ich sagen? Ich habe es jetzt einmal im Gym getragen und da waren sie top. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Aber ich finde es einfach so nice, dass sie so billig sind. Ist da gerade jemand gekommen? Hallo? Hallo, Kiwi! Hallo, Kiwi, schau mal! Kiwi, ich habe ein neues Mikrofon! Ich habe ein neues Mikrofon! Was suchst du? Achso, du suchst deinen Spielzeug? Kiwi, ich hab's hier reingeschmissen, weil es muss genäht werden. Der Kiwi hat das schon wieder getötet. Und, wie war's? Was sagst du zu meinem neuen Mikrofon? Ja, ich weiß ja noch nicht, wie es sich anhört. Ich auch nicht, weil ich weiß noch nicht, wie ich es einstelle, aber das finde ich bald raus. Was geht so in deinem Leben? Ich habe schon lange keinen deutschen Vlog mehr gemacht. Ja, also auch. Läuft's? Ja. Erzähl den Leuten, was gerade so abgeht. Tanja hat heute ein richtig krasses Tiramisu gemacht. Oh ja, das wird voll lecker. Das kommt auf YouTube. Recipe-Video? Mhm. Deswegen YouTube, Scorpion Mind, checkt's ab. Und sah auch nicht so schwer aus, oder? Nee, mega einfach, mega clean. Also voll nice. Wie alle meine Rezepte quasi. Willst du einen Brokkoli? Einen Brokkoli. Mit guter Soße? Achso, ich mache ja gerade das Experiment, 1 Monat ohne Zucker, Öl, nur Greenlight Foods, aber da mache ich ja jeden Montag, heute ist Samstag, also übermorgen, ein Fazitvideo, aber da habe ich auf jeden Fall schon einiges zu erzählen. Männchen, super. Sitz, dreh dich, links rum, Down Dog, bleib, warte,
Warte. Und frei. Wenn ihr selber Kresse oder irgendwas keimen lässt, dann wartet nicht zu lang, weil das steht alles perfekt. Aber wenn man es dann einfach nicht isst, dann fällt es hier einfach so zusammen. Deswegen schnipple ich das heute noch in mein Essen rein. Auf jeden Fall, das war nur ein kleines Mini-Update. Wir sehen uns spätestens übermorgen zu meinem ein Wochen schon Greenlight Foods Video. Ich beschäftige mich jetzt mit dem Sound, höre das hier mal an und hoffe, das klingt schon gut. Und dann werde ich es noch feintunen und ich freue mich auf eure Kommentare, wenn ihr da noch guten Input zu den Einstellungen habt. Und Tanja hat die letzten Worte. Tanja, schau mal, ich habe Socken auch bekommen. Nice. Oder? Was magst du lieber, lange oder kurze Socken? Kurze Socken. Oder? Wer mag schon lange Socken? Wieso hast du jetzt? Ja, kurze. Deine lang wegschmeißt, oder? Ich habe zwei Paar Socken und ja, jetzt hast du mehr wie ich. Oh. Congratulations. Aber ja, hat man nur ein 10er Paar bekommen und ich glaube 10 sind schon ganz gut. Weil die sind echt perfekt. Also die sind richtig bequem und die, ja, habe ich halt auch die Bewertung gelesen, die sollen halt nicht so fusseln, weil ich mag gar nicht diese Socken. So, du waschst die sogar in der Waschmaschine und die fusseln immer noch. Meinst und du, dass du so schwarz zwischen ja, den Zähnen? Ja, das macht mich richtig wütend. und die sollen eben gar nicht fusseln. Okay, gut. Ja, deswegen, was sind die letzten Worte? Freust du dich auf den Frühling? Ja, es war gerade schön voll schön in der Sonne. Ja? Mhm. Oder? Glaube ich. Boah, wir haben gestern so ein paar Vlogs aus Kalifornien angeguckt. Und die haben da ja immer so perfektes Wetter. Ja, sogar im Winter so 20 Grad. Ja, und es regnet quasi nie. Jetzt verstehe ich echt, wieso die Leute nach L.A. ziehen und nach Kalifornien. Ich kann eigentlich mal ein ganzes Video oder Podcast machen, so über das Thema Auswandern, wo ist der perfekte Platz zum Leben. Weil alles hat halt Vor- und Nachteile. Man muss halt immer abwägen, was hat die meisten Vorteile und am wenigsten Nachteile für einen. Und für mich ist ein ganz fetter Nachteil in Deutschland einfach das Wetter. Ich habe einfach keinen Bock hier auf den Winter, ich habe keinen Bock auf Regen. So, Regen ist super für die Landwirtschaft und alles, aber ich fahre so gern Fahrrad und das ist dann immer so nervig und eklig und da ist man einfach nicht gern draußen und ich bin so gern draußen und deswegen ist Wetter in Deutschland für mich einfach ein großer Nachteil. Deswegen will ich, denke ich, auch nicht für immer in Deutschland leben bleiben, aber keine Ahnung, darüber reden wir mal in einem anderen Video. Tanja wollte vielleicht ja... Vielleicht so halb, vielleicht im Sommer hier, weil es ist cool und hier gibt es halt auch viele Möglichkeiten und so und dann irgendwann im Winter irgendwo anders, ja, zwei Wohnungen haben. Das habe ich mir auch überlegt, da finde ich Kanada für den Sommer richtig cool, weil Kanada ist im Winter wieder zu kalt und dann im Winter... Irgendwo sie. L.A., das wäre dann halt nicht so weit weg, aber nein. L.A. ist halt so viel, hat halt viele Nachteile, auch teuer, so viel Verkehr... und so viel Naturkatastrophen und so. Mal gucken. Machen wir mal ein Video darüber, okay, was über das Thema Auswandern und gute Orte zum Leben. Du bist eine voreingenommen. Okay, Tanja, beende diesen Vlog. Was machst du jetzt noch? Ich muss mal ein YouTube-Video schneiden und ein paar Daten an Kunden senden. Und ich will ich habe Lust auf Schokolade, aber ich habe keine Schoki mehr hier zu Hause. Ich glaube, der Kiwi-Funk hat die Augen zu. Ja, es war ganz anstrengend für die. Okay. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace.